Wo seid ihr jetzt gerade? Also heute sind wir jetzt im Sport- und Erholungspark in Strausberg. Der hat eine große Geschichte und das ist für uns eine schöne Sache, heute zu sehen, dass mit Fördermitteln vom Land hier sehr viel getan worden ist. Und wir wollen uns die ganzen Dinge vor Ort angucken. Wie war der Tag heute? Du, sehr erfolgreich bisher. Also erstens haben wir ein tolles Wetter abgefasst. Also es ist immer schön, wenn man mit Rawinde unterwegs sein kann. Die Sonne scheint noch dazu. Ansonsten haben wir uns zuerst mit der Kita-Problematik rumgeschlagen. Also es geht insbesondere um den Personalschlüssel, der derzeit ja diskutiert wird. Nicht nur in den Kitas, sondern auch in der Liga, in den Verbänden. Da müssen wir sehen, dass wir da tatsächlich in den nächsten Jahren eine Lösung finden. Dann geht es um die Probleme der Wasserrettung. Auch da in Brandenburg seit vielen Jahren eine große Hürde, die noch nicht genommen ist. Es sind ja die Landkreiseträger der Wasserrettung, der Träger der Rettung, aber eben nicht unbedingt nur der Wasserrettung. Da liegt einiges im Argen. Da müssen wir mal gucken, ob wir da eine Lösung kriegen, dass wir wenigstens investiv da den Verbänden, da geht es im Prinzip um das DRK und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und dem ASB, investiv also helfen können. Und dann schließlich gab es noch eine Runde mit Bürgermeistern, wo wir einfach mal gehört haben, was passiert in Strausberg, in Rüdersdorf, Petershagen, wo kann man helfen, wie wächst das alles zusammen. Und doch, denke ich, bist ja sehr erfolgreich. Hat Spaß gemacht. Vor 2 Jahren warst du schon mal in der Kita. Was hat sich seitdem getan? Wie ist dein Eindruck? Also vor 2 Jahren war diese Kita ein graues, hässliches Entlein in der Landschaft. Inzwischen wurde die Fassade gemacht. Das haben wir uns damals überlegt, dass wir das irgendwie hinkriegen müssen. Der Ortsverein hat sich wirklich bemüht in Rüdersdorf und hat das tatsächlich auf die Beine gestellt, dass dann am Ende so viel Geld von der Kommune zur Verfügung gestellt wurde, dass die Kita jetzt aussieht wie ein schmuckes, schönes Entchen. Und es macht Spaß, die Kinder da zu sehen. Wie war das Treffen mit den Bürgermeistern? Wo sind die Probleme in Rüdersdorf, Petershagen, Eggersdorf und Strausberg? Eigentlich freue ich mich, dass alle 3 wichtigsten Bürgermeister in dieser Sitzung teilgenommen haben. Und vor allem in Strausberg haben wir ein Problem, dass ein zentrales Kulturhaus, die wir bis jetzt hatten, die wir in Zukunft nicht mehr haben werden. Wir müssen mal uns gemeinsam überlegen, wo wir irgendwo von Landesregierung hier Unterstützung kriegen können, dass wir so eine Einrichtung entweder neu zu bauen bzw. zu sanieren. Petershagen, Herr Kostoffer Bürgermeister, sagt, er hat keine Probleme, das ist auch ein guter Zeichen. Und denn Rüdersdorf hat natürlich verschiedene Punkte, die sie ansprechen. Einmal das Problem des Mittelzentrums und einmal das Problem des Landesgartenschaus. Und wir haben uns das angehört und natürlich als Landtagsabgeordneter von diesem Wahlkreis unterstütze ich Rüdersdorfer bzw. ihre Angelegenheiten. Wie ist dein Fazit heute des Tages? Das war ein schöner Tag, nicht nur von dem Standpunkt vom Wetter zu sehen. Ich habe auch ein paar Dinge heute gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Zum Beispiel Wasserwacht als Vorsitzender des Deutschen Rotkreuzes in Strausberg. Zum ersten Mal war es im Wasserwacht. Das war eine tolle Sache. Ich denke, wir haben auch an die SPD-Wortsvereine hier in diesem Wahlkreis und auch an den parteilosen Bürgermeistern ein gutes Signal gegeben, dass wir für die da sind. Wie ist die SPD hier für die Kommunalwahlen aufgestellt? Ich habe einen sehr positiven Eindruck. Ich habe ja auch Fraktionsvorsitzende gesprochen vorhin und ich habe wirklich den Eindruck, dass man hier weiß, worum es geht am 28. September und am Ende, glaube ich, wird es gelingen, hier auch als stärkste Kraft wieder hervorzugehen. Es war ja beim letzten Mal nicht so sehr, gerade in Strausberg haben wir mächtig verloren, aber ich glaube, mit vereinten Kräften und auch vor allen Dingen dann, wenn man deutlich macht, dass die Region insgesamt vorankommen kann. Gerade hier im Verflechtungsraum dicht an Berlin dran, muss man stark zusammenarbeiten, um auch gegen Berlin was setzen zu können. Wenn das gelingt, das rüberzubringen, dann kann die SPD echt punkten. Danke. Ja.